Herzlich willkommen in den Asklepios Harzkliniken Studios. Ja, Sie haben die ersten Eindrücke zum Dankebaum jetzt gewinnen können. Vielleicht noch ein paar Sätze auf der Tonspur. Es ist, wie der Name schon sagt, ein Dankebaum, kein Beschwerdebaum. Also ein Dankebaum, an dem jeder seine persönliche Dankesbotschaft hinterlassen kann. Also Mitarbeiter, Patient, Besucher. Und er kann es eben sichtbar machen. Und zwar auf diesen kleinen Blättern, auf diesen kleinen Kärtchen. Und es ist tatsächlich ein emotionales Kunstwerk, was dort entsteht, was dort schon entstanden ist. Und warum machen wir das? Warum haben wir das gemacht? Naja, weil wir als Menschen eher dazu neigen, uns zu beschweren, als einmal Danke zu sagen. Und weil der Dank oftmals untergeht. Der mag per Telefon erfolgen, ein kleines Kärtchen hier, dort, aber dann war es das auch schon und es geht unter. Und naja, wenn wir ehrlich sind, wir neigen eher dazu, uns alle mal zu beschweren, als Danke zu sagen. Wir würden niemals auf die Idee kommen, beispielsweise nach einem Urlaub im Hotel anzurufen und zu sagen, ich wollte mich nochmal bedanken, dass es nicht durchgeregnet hat. Ja, absurd. Also, so kamen wir auf die Idee und es ist ein Projekt, was auch in der Region verwurzelt ist. Wir haben es zusammen mit der Lebenshilfe gemacht. Der Baum ist rund 2 Meter hoch aus Holz. Die Lebenshilfe hat ihn gebaut. Wir haben zusammengesessen, das entwickelt. Und es stärkt ja auch das Wir-Gefühl der Mitarbeiter. Denn auch Mitarbeiter können dort etwas hinterlassen. Vielleicht danke, dass du für mich eingesprungen bist, als es mir nicht so gut ging. Und so weiter und so fort. Und schauen wir mal, was bisher da schon so hinterlassen wurde an Botschaften. Das ist sehr bewegend. Ich schau mal, also eine Patientin hat geschrieben, für eine unermüdliche Einsatzbereitschaft für die Patienten und uns als Angehörige möchten wir uns bei euch allen ganz herzlich bedanken. Eine andere schrieb, liebes Team, ich habe mich bei Ihnen gut aufgehoben gefühlt. Viel Freude in Ihrem Beruf. Und so geht es weiter. Eine ganz bewegende Botschaft habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen. Nun könnte man meinen, wegen Corona gibt es weniger Botschaften, aber da stand zum Beispiel der Satz, vielen Dank, ihr habt mir das Leben gerettet. Notfall könnt ihr. Punkt. Also ein Baum, der wächst und den man natürlich auch, wenn man es aufs Marketing runterbricht, maximal nutzen kann. Wir haben also eine Pressemitteilung gemacht, als wir den gestartet haben. Wir haben Anzeigen geschaltet und man kann natürlich dort auch jede Menge Aktionen machen, wenn man es denn möchte. Man kann dort Kinder einladen und Multiplikatoren und so weiter und so fort. Also ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Werk, was Sie gerne auch relativ leicht bei sich in der Region umsetzen können. Überschaubare Kosten und maximale Verankerung in der Region. Also im Grunde in einem Wort, es ist irgendwo Facebook zum Anfassen. Und damit wünsche ich Ihnen viel Erfolg, wenn Sie dieses Projekt umsetzen. Sprechen Sie mich gerne an. Einen schönen Tag, schöne Weihnachtszeit.